Liebe Schwestern und Brüder, nachdem wir das Parallelevangelium bei Lukas am Sonntag erst hörten, von der Aussendung der Boten der Apostel, kann man den Eindruck gewinnen, heute, da wir den Gebetstag um die geistlichen Berufe für diesen Monat nachholen, dass uns Jesus einfach keine Ruhe lassen will. Dass er uns zwingen will, darüber nachzudenken. Und das ist gut so. Nicht nur, weil wir heute den Gebetstag halten. Wir müssen über diesen Tag hinaus darüber nachdenken, was es auf sich hat mit der Sendung der Apostel und was ihr Profil ist. Denn es ist einfach nicht nur billig, sondern falsch, dass sie sagen, naja, das waren die besonderen Bedingungen damals, die konnten das ja machen und damit haben wir nichts mehr zu tun. Wir nehmen für uns in Anspruch, etwa als Geistliche, als Priester, dass wir in der Nachfolge der Apostel stehen. Aber wir leben nicht mehr wie die Apostel. Natürlich, die Zeiten haben sich geändert, das ist immer der Satz, der dann kommt. Natürlich haben sie sich geändert. Aber gilt der Anspruch Jesu nicht mehr? Die Vollmacht nehmen wir in Anspruch, aber die Lebensweise nicht. Kann das richtig sein? Selbst wenn wir nicht zu einer klaren Antwort finden sollten, müssten wir ein großes, großes, sehr großes Fragezeichen, das größte, das wir haben, das größte Fragezeichen in die Landschaft stellen. Denn es müsste uns zumindest nachdenklich machen. Wir werden, glaube ich weiß das gar nicht richtig, aber wir werden, glaube ich, als Priester in Deutschland nach BAT bezahlt, was immer diese Abkürzung heißen mag. Da gibt es irgendwie eine Einstufung, eine Beamteneinstufung ist das, glaube ich. Aber selbst in Deutschland gibt es große Unterschiede. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Ein Pfarrer in Berlin verdient vielleicht, wenn er Glück hat, so viel wie ein Kaplan in unserem Bistum, geschweige denn in Paderborn oder anderen Bistümern. Die Gehaltsunterschiede sind riesig. Wie gesagt, ein Pfarrer in Berlin kriegt noch nicht einmal das, was bei uns ein Kaplan bekommt. Aber trotzdem muss da keiner verhungern. Ist nicht die Krise des Priestertums, die wir haben, die Krise der Berufungen in unserem Land, auch eine Krise des Lebensstils? Wir sind ja im Moment in diesem Fahrwasser, alles zu demokratisieren. Und wir sind dabei, alle Unterschiede einzuebnen. Unterschiede bedeutet aber nicht, dass Priester etwas Besseres seien. Das hat, glaube ich, in der Kirchengeschichte kaum jemand ernstzunehmender behauptet. Sie haben eine bestimmte Aufgabe. Sie haben ein bestimmtes Charisma und sie haben eine Weihe, die ihnen niemand nehmen kann. Sie haben eine Aussendung hier, eine apostolische Sendung, aber diese apostolische Sendung hängt eng zusammen. Und das ist es, was wir wiederentdecken müssen, mit einer sogenannten Vita Apostolica, mit einem apostolischen Lebensstil. Und ich bin nicht ganz sicher, ob die Kleiderschränke und die Garagen, die Urlaubsplanungen heutiger Priester mit der Vita Apostolica übereinstimmen, selbst wenn wir die geänderten Zeiten in Anschlag bringen. Aber darum hat die Kirche immer gerungen. Gregor von Nyssa schreibt Folgendes. In der Frucht, die der Stab Aarons hervorbrachte, soll man erkennen, wie das Leben des Priesters beschaffen sein muss. Nach außen hin streng, hart und herb. Aber innerlich, im Geheimen und Verborgenen, eine schmackhafte Frucht enthalten. Wenn man aber bemerkt, dass das Leben eines Priesters einer duftenden und rosigen Frucht gleicht, wie es bei vielen der Fall ist, die sich mit Leinen und Purpurkleiden an prächtig geschmückten Tafeln speisen, nur geseihten Wein trinken, mit den erlesensten Düften gesalbt sind und, kurz gesagt, alles verwenden, was dem Geschmack derer schmeichelt, die die Freuden des Lebens genießen, dann kann man auf einen solchen mit Recht das Wort des Evangeliums beziehen: Wenn ich diese Frucht sehe, erkenne ich in ihr nicht den priesterlichen Baum. Denn die Frucht des Priestertums ist eine andere als jene. Diese Frucht ist die Enthaltsamkeit, jene die Üppigkeit.
ob es Gregor der Große ist, ob es Hieronymus in seinen Briefen ist oder Gregor von Nyssa oder Augustinus, sie alle ringen genau um diese Form, weil sie um den engen Zusammenhang wissen. Und solange wir nicht anfangen, genau auch hier anzusetzen, auch bei der Ausbildung, dass wir einen wahrnehmbar, das heißt nicht nach außen Theater zu spielen, aber einen wahrnehmbar anderen Lebensstil pflegen, wird sich die Krise der Berufungen nicht lösen. Sie ist aufs Engste mit dem Wesen des priesterlichen Lebens verknüpft. Die Stunde, denke ich, ist allmählich gekommen, dass wir sehr ernst darüber nachdenken müssen. Denn wir ersticken im Konsum. Man kann das immer wiederholen, das klingt dann so moralinsauer. Aber wir Christen, auch wenn wir damit jetzt inzwischen in unserem Land eine Minderheit sind, sollten versuchen, eine andere Lebensform zu wählen. Sollten versuchen, andere, wahrnehmbar andere Wege zu gehen. Aber es braucht immer Menschen, die die Kirche führen. Es braucht dringend eine Renaissance des apostolischen Lebens. Und es ist nie zu spät, damit anzufangen.